Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Oxygen Not Included. Müssten schauen, dass wir hier weiterkommen. Wir waren hier bei dieser Pflanze, die wollen wir nach dem Logo gucken, dass wir die gleich mal irgendwie bearbeiten, dass die rauskommt. Ich glaube, wir müssen erst hier einen Klotz hinsetzen, damit wir das entfernen können und dann ist der auch entwurzelt, ne? So, dann wollen wir das mal schauen, dass wir die Pflanze da irgendwie hinkriegen, dass wir die entwurzeln. Wir machen hier einen isolierten Stein hin. Das wäre der. Machen den mal auf Prio hoch. Und wenn der dann weg ist, dann können wir zusehen, dass das weiterläuft. Oh, hier ist schon wieder irgendwie was zum Aufwischen. Das ist schlecht. Warum tropft es hier? Kommt es nur weiter von hier oben? Ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung, warum hier jetzt was ist. Verschmutzter Sauerstoff. Naja, schmilzt es hier einfach weg. Könnte sein, ne, dass es hier zu warm ist. Dann schmilzt hier Eis weg. Hier wahrscheinlich irgendwie was. Verschmutzter Sauerstoff. Verschmutztes Eis. Das taut hier wahrscheinlich weg, schätze ich mal, oder so, ne? Und deswegen kommt hier das Wasser dahin. Da können wir noch was weggraben und zerlegen. Machen wir den und den. Dann können die beiden weiter gemacht werden. Können auch hier unten noch zerlegen. Dann kommen wir vielleicht da dran und können das ausgraben. Ne? Gut, da sind wir schon weiter. Da ist Wasser. Okay. Hier ist ja Sauerstoff. Ah, der ist schon gesetzt. Das heißt, wir können jetzt hier hintergraben. Der würde sogar zum Graben gehen. Auch gut. Können hier diesen hier zerlegen. Dann können wir nämlich da auch weiterkommen. Ja. Hier können wir auch noch eingraben. Und wie sieht das hier aus? Ah, da wird er jetzt gerade weggegraben und siehe da, alles geklappt, was ich wollte. Ziegel. Können hier schon mal so machen, ne? Und die beiden auch. Der müsste gebaut werden können, der nicht. Das heißt, da müssen wir einen weggraben. Der wird schon tatsächlich gemacht da. Passt, Phosphorit. Warte mal da. Geht da jetzt auch ein Ziegel hin? Da geht jetzt auch ein Ziegel hin. Wunderbar. Dann drücken wir das zusammen. Hier ist nur Kohlendioxid. Ja, wir müssen eigentlich gucken, dass wir mit ja, Dingens hochkommen. Ne? Wie heißt es? Oh Mann, hier ist immer mehr. Zum Aufwischen. Hier ist schon aufgewischt, ja. Und wir haben hier fast kein Wasser mehr. Das ist nicht gut. Da kann man wischen gehen. Ja, dann müssen wir noch weiter gucken, wie wir da am Wasser jetzt kommen, ne? Wo ist das nächste große Reservoir mit Wasser? Okay, wir können definitiv ja das salzhaltige Wasser da nutzen, wenn, ne? Aber irgendwo müssen wir noch ein großes Reservoir am Wasser haben, oder? Da, hier ist auch Wasser. Hier wäre noch mehr Wasser. Vielleicht können wir das alles mal runterschicken, ne? Vielleicht kriegen wir durch den Ding ins Wasser, wie heißt es? Das ist auch verschmutztes Wasser hier, ne? Wie sieht es denn hier mit Bakterien aus? Ziemlich viel. Und hier schon ein ganz großer Gang gemacht. Hier ist ein Kaltdampfschlot. Wie heiß ist das Wasser? 71,1 Grad. Da wäre unser Wasser, was wir brauchen, ne? Aber wir haben ja hier auch noch so einen Schlot irgendwo. Fällt mir gerade so ein, ne? Das ist der Erdgasgeysir. Hier ist er. Wie lange braucht er denn noch? 11 Zyklen. Gucken, wie wir was wir kriegen, ob unsere Pumpe läuft und ja, hoffentlich hält es aus, ne? Aber die hatten wir ja aus dem passenden Material gebaut, oder?
kann ich das sehen? Eigenschaften. Goldamalgam. Haben wir die Leitung auch aus Goldamalgam? Ne, die sind aus Kupfer gebaut. Weiß ich, ob das richtig ist. Das. Kupfer, okay, weiß ich nicht. Das reicht. Vielleicht haben wir uns darauf vertan, weiß ich nicht. Dann müssen wir auch noch weiter wenden, ne? Kann man das denn auch anders? Warte mal. Sanitär. Isolierte Rohre wären, glaube ich, wichtig. Obsidian, warte mal, was haben wir denn hier? Sandstein. Magmatit. Granit. Sedimentgestein. Aber mehr ist er nicht. Obsidian, ja. Steht hier auch was von Kupfer? Nee, ne? Achso, Radiator? Ne, das wollen wir nicht. Das ist normale Rohr. Achso, das ist aus Kupfer, ne? Dekorativ, okay. Sandstein ist auch Dekoration. So, das war dekorativ Kupfer. Das ist sogar mit. Goldamalgam plus 50%. Also können wir das doch mal nehmen, oder? Können wir das gerade überspielen, weil wir haben da wahrscheinlich was falsch gemacht, oder? Kupfer, was ist das? Auch Kupfer. Radiatorrohr, okay. Radiatorrohr? Das wäre, dass er Wärme abgibt, oder? Das wäre vollkommen falsch. Ja. Ich glaube, wir machen das nochmal weg hier. Radiatorrohr. Zerlege ich das mal? Auch zerlegen. Zerlegen. Leiterkabel. Das isolierte Rohr, das ist so eine Sache, ne? Ich glaube, wir machen das so, dass wir jetzt hier, nee, Sanitär war das. Rohr. Goldamalgamrohr. Machen wir mal hier lang, oder? Weil wir wollen die Wärme ja draußen lassen und das wäre schon mal hier in diesem Bereich besser, oder? Leiterkabel, Kupfer. Das weiß ich jetzt auch noch nicht, ob das jetzt hier noch ein Problem werden könnte. Strom. Überhitzungstemperatur 50%. Überhitzungstemperatur 50%. Also egal. Da ist wohl nichts schief gegangen, denke ich mal. Aber wir können hier vielleicht nicht alles bauen, weil da noch eine Leiter fehlt. Da baut er jetzt, das ist schon mal gut. Wie sieht es hier drüber mit? Da ist natürlich so ein Zeug drin, ne? Jetzt ist die Frage, aber ich schätze mal, wenn die Leitung hier im Dingens ist, dann wird die auch nicht auch strahlen, oder? Gute Frage, ne? Nächste Frage. Mordrak weiß das bestimmt. Also mal Stromleitung. Ist denn da eine Stromleitung jetzt da? Ja, aber hier ist falsche Leitung, oder? Ist doch alles falsches Material, oder?
Das hier können wir mal wegmachen. Kabel zerlegen. Gut. Hier müssen wir auch noch was machen, ne? Sauerstoff. Warte mal, machen wir Temperatur gerade an. Okay, die ist hier schon relativ hoch, ne? Jetzt sollten wir hier einfach so noch isolieren. Obwohl hier es noch kühl ist. Schwierig, flat. Ah, doch. Dann muss er noch eine Schleuse hin. Blockiert Flüssigkeit und Gas hält den Druck zwischen den Bereichen. Wir machen das mal dahin. Vielleicht kriegen wir das ja noch hin, ja. Okay. Hier kann das einer bauen, mal. Hat jetzt die Leiter gebaut, ja, ne, oder? Ja, Leiter ist schon fertig. Gut. Er hat keinen Sauerstoff, das ist schlecht. Wann kriegt er denn Sauerstoff da? Okay. Hier gibt es Sauerstoff. Okay, hier müssen wir weitermachen. Zerlegen. Wie ist es hier mit Bakterien? Hm, auch schwierig. Das ist erstmal alles gut. Eingeengt. Okay, da sind zwei drin. Wie alt ist der? Huft. Alter, alter, alter. Also vielleicht hier Status, ne? 11 von 75. 21 von 75. Ja, trotz alledem, der Jüngere bleibt und der Ältere kann gehen, ne? So, da war jetzt Fleisch. Ungekühlt. Aber da wird ja draus gemacht, Dingens draus gemacht, glaube ich, oder? So, hier, wie alt ist er? 17, das passt doch alles. Hier fehlt uns aber eine Brutmaschine. Ist das unter Nahrung? Ja. Die muss da auch noch rein. Sonst sieht das erstmal alles hier gut aus, oder? Wie viel Kilo haben wir? Oh, wir haben noch 30 Kilo Algen, das ist schlecht. Müssen wir auch noch auf Algensuche wieder gehen, ne? Hm. Boah, warum ist hier schon wieder das ganz viele Wasser, ey? Es wird wahrscheinlich immer noch das sein, was ich gesagt habe. Guck, hier ist Wasser, ist alle. Ja, das ist nicht gut. Jetzt brauchen wir wieder Wasser. Hier gibt es auch noch Algen, ne? Ja. Kommen wir da irgendwie hin? Können dieses Wasser hier zusammenführen? Verschmutztes Wasser, verschmutztes Wasser. Wo sind die Bakterien da? Hm. Ich könnte es aber hier ablassen. Hier habe ich aber Chlorgas, das ist nicht gut. Ich könnte aber hier erstmal durchgraben, oder? Ja, hier ist doof wegen Sand. Können wir mal so graben. Das geht soweit. Das geht auch soweit. Können wir hier graben. Also da können wir auch eine Leiter dann machen. Gut, die Leiter passt. Und wie machen wir das am schlausten? So wie wir es gemacht haben, ist eigentlich schon am besten mit, ne? Das brechen wir ab.
Und dann können wir hier ein Wasserreservoir neu bauen, ne? Können wir das Wasser ablassen. Und dann vielleicht die anderen Wässerchen auch hier. Später können wir das noch runterlassen. Wieso ist denn hier eine Leiter? Habe ich das gemacht? Oh, tatsächlich. Okay. Hier ist auch Wasser. Hier ist ja noch mehr Wasser, ne? Warte mal, dann würden wir das Wasser. Ja, gucken, dass wir das da rüber kriegen. Aber wie, ne? Schwierig. Wie sieht es denn hier mit Bakterien aus? Sind da drin? Naja. Hier kriegt man aber ganz einfach eine Pumpe hin, oder? Sanitär. Flüssigkeitspumpe würde da einfach hinkommen, oder? Auf der Suche nach Nahrung. Unerreichbar. Stimmung zufrieden. Sagt denn der Paco? Ernährt sich von Algen. Dann gibt es verschmutzte Erde. Es gibt immer verschmutzte Erde bei dem. Wäre schön, wenn er Algen produzieren würde, ne? Da ist noch ein Puff, okay. Wie kommen wir da rein? Gute Frage, ne? Hier, wenn. Oh, verschmutzter Sauerstoff. Den musst du dann auch erst zusammendrücken, oder was? Oh, was ist hier los? Wähle eine Blaupause. Pufflet-Hilfspaket. Die können wir auf jeden Fall nehmen, hier die Pufflets. Dann können wir nämlich dann drucken im Prinzip. Einfangen. Kriegen wir den dann eingefangen? Ja. Wie ist mit Essen? 73.000, das ist schon mal genug. So, wenn der eingefangen ist, dann können wir den verlagern nach hier. Bringt den da einer hin? Ich hoffe es. Aber es sieht schon aus, dass das schon passiert. Läuft also. Gut, was macht das hier? Da können wir hier graben. Das kann weggegraben werden und das kann auch weggegraben werden. Das ist gerade etwas schwierig, hier das zuzumauern. Das müssen wir von oben dann wohl machen, ne? Warte, den können wir auch weggraben. Und wir können das hier alles zumauern. Die beiden da können wir wegnehmen, die brauchen wir nicht mauern. Gut. Dann sollte das hier erstmal zugeklappt werden. Warte, und hier oben müssen wir nochmal graben. Dann können wir das da ausgraben. Dann klappt das, glaube ich, oder? Und hier müssen wir irgendwie auch aufmachen. Müssen das zerlegen. Und das graben. Dann können wir den weggraben. Dann geht das auch. So kriegen wir es hin, oder? Ja, und jetzt können die Pflanzen abgerissen werden. Sehr gut. Und dann können wir hier noch sagen, mach das auch mal zu. Das klappt noch nicht, weil da noch gebaut werden muss. Okay, wir haben jetzt trotz alledem das Wasserproblem, oder? Pumpe ist nämlich leer. Wie viel haben wir unten drinnen noch?
Ja, da ist ein bisschen was drin. Ist dann nur die Frage, wie viel, ne? Irgendwie so, keine Ahnung, 10 Tonnen oder was? Wahrscheinlich weniger. Er ist halt erst in 9 Zyklen unterwegs. Und ob wir dann das Wasser sofort kriegen, ist die nächste Frage, ne? Und wie wir dann damit umgehen. Ich muss nochmal das Video von Mordrak gucken. Vielleicht kann ich da sehen, was er da mit der Wasserkühlung gemacht hat oder sowas. Müssen wir nochmal genau anschauen. Alles klar, was ist das hier jetzt? Was ist das für eine Leitung? Leiterkabel? Strom? Da brauchen wir keinen Strom. Ach, da steht sowieso alles auf Abreißen, oder? Ach nee, da stand zu wenig Ressourcen. Warte mal, warte, 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 warte. Das hier können wir alles zerlegen. Und den Bau können wir abbrechen. Hier muss gar nichts mit Dingens hin. Jetzt hat er das nicht zerlegt, oder? Jetzt hat er das zerlegt, okay. Hier unten können wir das Öl aufwischen. Und dann müssen wir mal weiter gucken, wie wir da so zurande kommen. Aber wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne das Video auf anderen Kanälen teilen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.